Bonjour, je m'appelle Marius Macoum. Je viens de finir mes études de la licence intégrée en droit entre Cergy Pontoise et Düsseldorf. Ich habe mein Studium in Düsseldorf begonnen. Da gingen wir zuerst ganz normal mit den anderen Studenten in die juristischen Vorlesungen. Und am Wochenende bzw. am Ende der Woche kamen dann öfters französische Professoren rüber nach Deutschland, um uns das französische Recht zu lehren. Am Ende des Semesters fanden dann dementsprechend in beiden Sprachen Klausuren statt. Das heißt, wir haben die ganz normalen deutschen Klausuren geschrieben und die französischen. Was natürlich in dem Sinne eine Doppelbelastung war, aber man hat auch das Doppelte gelernt. Ich bin tout à fait content de mon choix, weil vu qu'on était juste une petite groupe de 20 personnes, oder même pas 20 personnes, donc grosso modo 10 Allemands et 10 Français, c'était possible de travailler d'une manière très, très intensive. Also der Vorteil liegt eindeutig darin, dass wir über wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine doppelte Ausbildung verfügen, über doppelte Kompetenzen. Ich meine, selbst wenn wir in beiden Rechtssystemen oft zum selben Ergebnis kommen, gibt es doch verschiedene Wege, dahin zu kommen. Ich sag mal, die Denkstruktur in Deutschland und in Frankreich ist doch eine andere, oder die juristischen Theorien, die angewendet werden. Das heißt, wir als deutsch-französische Juristen, wenn wir vor einem Problem stehen, haben wir immer zwei Wege, dahin zu kommen. Das heißt, wir können sozusagen immer zwei Lösungen anbieten, anstatt einer, ich sage jetzt mal, herkömmlichen nationalen Lösung. Ich persönlich könnte mir vorstellen, im weitesten Sinne in Europa tätig zu sein. Wo das jetzt eines Tages enden wird, kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Ob das jetzt in einer der europäischen Institutionen sein wird, in einer NGO oder eventuell sogar im privaten Bereich, weiß ich noch überhaupt nicht. Aber ich bin ja noch im Studium und habe da noch Zeit, mich zu orientieren. Und ja, ist im Moment alles ganz spannend und ich freue mich auch darauf, wie es jetzt weitergeht.